Hallöchen, ich begrüße dich heute zum neuen Video. Heute geht's mal um, ja, meine Zwillingsschwester. Und zwar ist es einfach so, dass ich halt schon seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, ich denke 3 passt eher, keinen Kontakt mehr zu ihr habe. Ich weiß weder, wo sie wohnt, noch wie es ihr geht oder sonst irgendwas. Und ich vermisse sie halt auch wirklich sehr. Darum widme ich dieses Video meiner Zwillingsschwester und ich hoffe einfach, dass sie es irgendwann mal sieht. Vielleicht könnt ihr es auch teilen, dass es einfach verbreitet wird und sie es dann wirklich irgendwann mal sieht. Und ja, also Stefanie, ich vermisse dich wirklich total. Ich denke wirklich jeden Tag an dich. Und ich frage mich auch immer, was du jetzt gerade machst oder wie es dir geht oder was die letzten Jahre bei dir so passiert ist. Bei mir ist ja einiges passiert. Und ja, ich denke, wenn wir uns wiedersehen, dann sind wir uns erstmal fremd. Klar, das ist ganz klar nach so vielen Jahren. Aber ich denke, das legt sich dann auch nach kurzer Zeit wieder. Und wir sind einfach wieder zusammen, weil ich finde, Geschwister... Normale Geschwister, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders als Zwillingsgeschwister, weil das verbindet einfach mehr. Wir sind eigentlich fast gleich, auch wenn wir zweieigige Zwillinge sind, aber uns verbindet halt immer viel. Wenn ich manche Sachen tue, dann denke ich einfach an dich, weil dann sehe ich dich, wie du das auch gemacht hast oder wie du was gesagt hast, so sage ich das dann auch. Und das verbindet einfach. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du dich irgendwann mal meldest, weil ich würde, manchmal würde ich wirklich gerne einfach zum Handy greifen, zum Telefon greifen oder in Bus oder Zug oder wo auch immer du wohnst, sitzen und einfach zu dir fahren und dann einen schönen Mittag mit dir verbringen, einen schönen Tag, einfach mal ins Kino gehen oder... Ja, ich vermisse es einfach und du fehlst mir halt einfach und ich hoffe, dass du dich irgendwann mal meldest. Ich habe dir ja mal einen Brief geschrieben letztes Jahr, dass ich umziehen wollte, aber da wurde halt nichts draus und ich wohne jetzt immer noch da, wo ich davor schon gewohnt habe. Also ich denke, du wirst es noch wissen. Melde dich bitte einfach. Denn ich und Florian und Papa, wir vermissen dich wirklich sehr und wir würden so gern mit dir Kontakt haben und wir verstehen einfach nicht, warum du das nicht willst. Und bitte melde dich bei mir, schreib mir auch im YouTube irgendwie eine Nachricht oder so. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach nur traurig, dass wir keinen Kontakt mehr haben und du fehlst mir wirklich sehr von Herzen. Und ich hoffe, dass du dieses Video bald siehst und dass du dich bei mir meldest und wir bald wieder zusammen sind. Ja, ich beende jetzt einfach mal und melde dich bitte.